Moin meine Freunde, es gibt heiße Neuigkeiten bei Warcraft Rumble. Ein möglicher Global Release Termin steht endlich im Raum und es wird bald Skins, Turmskins und Emotes geben. Woher ich das alles weiß und wie ihr euch den ersten Skin gratis sichern könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Lasst mir gerne ein Abo da für weiteren Warcraft Content. Ich habe richtig Bock mit euch zusammen da reinzugehen. Wir starten, let's go! Als ich heute ganz entspannt ein bisschen am Handy gechillt habe, Instagram geguckt habe, mir ein paar Stories reingezogen habe, bin ich auf einer Story hängen geblieben und das war die von Warcraft Rumble. Die ist mir quasi förmlich ins Auge gestoßen und das ist diese Story hier. Pre-register to claim your rewards. Erstmal dachte ich so, okay, Pre-register, vorregistrieren kann man sich ja schon lange. Aber nur auf der Internetseite. Jetzt kann man sich einfach wirklich schon im App Store und im Play Store vorregistrieren und da kriegt man vor allen Dingen diesen geisteskranken Stuff. Das sieht einfach aus, als würde man so einen exklusiven Player-Avatar bekommen, als würde man ein Emote bekommen. Ist sogar ein animiertes Emote, zeige ich euch gleich mal. Ey, bisher gibt es nicht mal Emotes im Spiel. Und es gibt sogar noch zwei Skins dabei. Ein Skin für den Miner und ein Skin für euren Base-Turm. Ähnlich wie in Clash Royale, da gibt es ja auch Turm-Skins. Jetzt stellt sich nur die Frage, ja, warum ist das mit dem Pre-Register denn so besonders? Ganz einfach, weil es bei Mobile Games eigentlich so üblich ist, dass man sich im Store nur vorregistrieren kann, wenn es schon einen Termin gibt, wann das Spiel dann wirklich global rauskommt. Das war damals bei Worlds das nichts anderes. Da konntest du dich so ungefähr 2 bis 3 Monate vorregistrieren, bis Worlds das dann wirklich erschienen ist. Außerdem verrät die Instagram-Story mit den Rewards natürlich auch, dass es nochmal ein richtig fettes Update zum Global geben muss, wo zumindest Turmskins, Skins und Emotes implementiert werden. Das ist natürlich auch ein krasses Zeichen. Vor allen Dingen heißt es, dass wahrscheinlich auch ein Battle Pass geben wird. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn Skins gibt, gibt es eigentlich immer einen Season Pass. Ich musste, nachdem ich die Story gesehen habe, auf jeden Fall nicht lange überlegen und bin direkt in den App Store gegangen, weil ich so dachte, okay, vielleicht findet man schon irgendwas und tatsächlich, da gibt es was Neues. Seit heute steht da nämlich ein Datum. Und dieses Datum, meine Freunde, ist der 31. Dezember 2023. Ich hätte niemals gedacht, dass das Spiel vermutlich noch dieses Jahr erscheinen wird. In der Weihnachtszeit ist natürlich richtig geil. Vielleicht kommt es ja sogar ein bisschen eher, vielleicht natürlich auch ein bisschen später, könnte auch sein. Das steht nämlich voraussichtlich. Aber es heißt auf jeden Fall, dass es schon einen Plan gibt und dass es jetzt fix ist, dass das Spiel bald erscheint. Ich hätte natürlich unfassbar Bock darauf, dass es noch in der Weihnachtszeit kommt und die dann noch ein freshes Weihnachtsupdate mitnehmen. Aber wer weiß, ich nehme, was ich kriegen kann. Ist schon mal geil. Ich glaube, es dauert auch nicht mehr ganz so lange, bis wir das genaue Datum erfahren. Warum das, zeige ich euch jetzt. Vom 3. bis zum 4. November ist nämlich die diesjährige BlizzCon in Kalifornien. Das ist ja die eigene Messe von Blizzard, wo sie eigentlich immer über ihre Neuerscheinungen reden, über Updates und über alles, was so bei Blizzard ansteht. Und das ist natürlich auch der perfekte Termin, um wirklich ein Datum für Warcraft rauszubringen. Das sind ja dann auch circa 1,5 bis 2 Monate, bis das Spiel laut App Store rauskommen soll. Und das ist auch die übliche Vorgehensweise für Mobile Games. Von der Ankündigung bis zum Release sind es meistens so 2 bis 3 Monate. Also das stimmt eigentlich alles schon richtig, richtig gut. Außerdem findet man auf der offiziellen Warcraft-Seite nochmal ein bisschen mehr zu dem Thema Skins und Emotes. Hier gibt es nämlich nochmal einen ganzen Artikel zu der Vorregistrierung im App Store. Und hier sehen wir die Skins auch nochmal in besserer Grafik und hier den animierten Emote einmal. Finde ich richtig geil, also gerade die Animation, das ist eigentlich in jedem Spiel geil. Und hier steht noch, dass jeder die Belohnung bekommt, der sich innerhalb der ersten 2 Wochen das Game downloadet und das Tutorial durchspielt. Also das kriegen halt nicht nur die Leute, die sich das Game vorbestellen. Ich hoffe, dieses kleine News-Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.